Was macht er da? Er baut den Zaun ab. Alles klar. Was macht er denn da? Willkommen zu einer weiteren Runde Skywars, heute mit der Wasserläufer-Challenge. Nenn ich sie einfach mal, wir müssen jeden Gegner, den wir töten, vorher einmal in Wasser setzen. Vor allem ist das Wichtige, wir brauchen Wasser. Hier ist eine Truhe, unten ist eine neue Map, glaube ich, oder? Die gibt es nur, habe ich ja nicht gespielt bis jetzt. Ich spiele eigentlich ziemlich viel, aber gut, Wasser haben wir hier. Das ist doch sehr gut. Und wir haben eine Ender Pearl, das ist auch sehr wichtig. Und wir haben das Schwert der Liebe. Das nenne ich persönlich immer so. Und dann würde ich sagen, können wir doch einfach mal uns in die Mittel vom Titel... Oh, es war knapp. Ich hatte gerade, ich fliege da rüber irgendwie. Aber wir haben noch eine Ender Pearl. Dann, wir haben auch 5 Diamanten. Wir haben eigentlich ziemlich guten Stuff. Dennoch müssen wir jeden Gegner vorher einmal im Wasser bekommen. Und ist hier oben nur eine Truhe? Ich kenne die Map halt noch zu 0%. Dennoch gehe ich mal kurz hier ganz nach oben, weil da oben ist doch schon jemand. Ich sehe ihn doch schon, liebe Leute. Na, was geht denn bei dir ab? Kann ich vielleicht dich noch in Wasser bekommen oder so? Er war drin, oder? Ich glaube schon, ja, er ist drin. Fliegst du runter? Ich glaube schon, er ist tot. Guck dir das mal an, liebe Leute. Er ist gestorben und wir haben ihn Wasser bekommen vorher, ne? Ich würde ganz gerne nochmal eben Dingens machen hier. Alles klar. Oder aber... Da liegt doch bestimmt noch irgendwas rum von ihm, oder? Einer fliegt da erstmal vom Anfang runter. Da. Wir hatten nämlich hier irgendwo ein Diadingens, ne? Diadem. Da. Diadem. Oh, da kommt einer hin. Ich seh ihn gerade. Mama. So schnell mal nach oben laufen hier. Damit wir gleich natürlich den Typen wieder bekommen können. So. Na, was geht bei dir? Machen wir hier wieder Wasser. Dann ist er nämlich drin gewesen. Ist er auch gerade. Und er ist tot. Ja, guck mal hier. Das ist doch gerade sehr nice. Es funktioniert doch sehr gut. Da haben wir ja Federfall. Haben wir denn jetzt eine Werkbank eigentlich geholt? Nö, noch nicht ganz. Da haben wir eine Werkbank. Die nehme ich mir doch mal ganz schnell. Denn ich glaube, so ein Dia-Harnisch würde mir auch ganz gut stehen, oder? Sieht bestimmt ganz schick aus. Na, kann ich das nicht nehmen? Nein, geht nicht, weil deswegen halt. Und haben wir hier noch irgendwo, da ist noch einer oben, oder was? Na, was fällt dir denn ein? Was fällt dir ein, lieber Kollege? Ups. Da ist Wasser drin gewesen und dann haben wir ihn auch runter. Was machen wir denn gerade für geilen Stuff hier? Also ich bitte euch, wo ist denn der Verzauberungstisch? Gibt es den überhaupt? Da kommt noch einer an gerade. Haben wir ihn auch im Wasser drin vielleicht? Na, hallo? Er war im Wasser drin. Guck mal hier. Na, flieg mal weg. Oh. Gut, das war ganz gut, dass wir da doch Wasser hatten, ne? Vielleicht. Safety first, liebe Leute. Er war im Wasser schon drin. Also wir müssen jetzt nicht nochmal reinbekommen. Wir gehen nochmal eben nach oben, weil kann ja nicht sein, dass der Typ da oben jetzt rumpimmelt und wir hier unten warten. Das kann ja nicht angehen, Leute. Heißt, wir gehen nochmal kurz zu ihm nach oben. Wasser war ja schon drin. Wir haben ja natürlich Logo Grounds. Ist immer ganz gut, Logo zu haben. Und dann hauen wir immer so einfach runter. Er ist tot? Ja, okay, alles klar. Das ist eine sehr geile Map. Ich persönlich mag die gerade richtig gerne irgendwie. Wir haben noch irgendwas Geiles dabei? Nee, nicht so, ne? Einen goldenen Apfel, den können wir gleich noch snacken. Wir haben auch noch hier, können wir uns nochmal eben kurz das vielleicht machen. Das ist eine Challenge, die kann sogar relativ schnell jetzt gehen, fällt mir gerade irgendwie auf. Wir haben irgendwo noch einen Typen, den wir noch in Wasser bekommen müssen, bevor wir ihn umbringen. Aber ansonsten haben wir das schon geschafft irgendwie. Das ging ja jetzt flott irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so gut hinbekomme. Wo ist denn der letzte Typ? Habe ich so einen Kompass? Ich check mal die Lage aus. Aber... Ah, der ist von da oben dahin gekommen. Der Typ, der ist von da oben, ist er hingekommen, oder? Wie alles Klärchen. Der hat sich hier oben rangesteckt. Ich versuche gerade, den Typen zu finden. Da haben wir ihn auch gefunden. Dann gehen wir doch mal hier runter, oder? Tun wir das? Oder bleiben wir hier stehen? Was macht der da? Er baut, den Zaun ab. Alles klar. Und die Druckplatte auch. Alles klar, Kollege. Alles klar. Bei dem läuft auch dezent. Ich würde mir sagen, ich nehme mal ganz kurz hier noch ein paar Blöcke und so. Wunderbar. Und baue mich da mal von oben einfach mal an ihn ran so. Und dann gucken wir mal. Er macht TNT. Er will sich selber nach oben sprengen. Kann das sein? Dass ich selber töten will, der Typ? Ich glaube irgendwie schon gerade tatsächlich, ne? Dass er das tun will. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber er hat irgendwas vor. Ja, er will sich... Was macht er denn da? Was macht er denn da? Was will der tun? Der ist ja richtig, richtig skurril, der Typ. Der will sich selber umbringen. Erstmal oben hier Wasser ab jetzt, ne? Würde ich mal sagen. Dann haben wir den im Wasser drin hoffentlich gleich. Ist er drin im Wasser? Noch nicht, oder? Manno, geh doch ins Wasser. Aber dann müssen wir ein bisschen ausharren hier. Aber wir bekommen ihn noch ins Wasser rein. Ich will ihn doch nur einmal drin haben. Dann haben wir ihn drin und alles ist gut. So, wir nehmen nochmal kurz neue Blöcke. Okay, da gewinnen wir die Runde einfach so. Warum nicht, liebe Leute? Ja, wir haben die Challenge geschafft. Wir haben 4 getöteten Pferden mehr Wasser drin. Den 5. klopft man nicht mehr. Aber ja, lasst gerne noch nach oben da. Meine Güte, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.